Wir sind am Flughafen angekommen und es geht schon wieder richtig super los. Wir haben gerade gesehen, dass wir eine Mail bekommen haben von unserer Fluggesellschaft, dass unser Flugzeug geändert wurde und dass wir den Check-in, wenn wir ihn schon gemacht haben, erneut machen sollen, weil die Sitzplätze an den Bordkarten nicht mehr aktuell sind. Problem ist nur, wie man sieht, wir sind schon durch den Security-Check-in durch. Und jetzt wissen wir halt nicht, ob unsere Bordkarten noch aktuell sind mit den Sitzplätzen oder ob wir die jetzt ändern müssen. Wir sind jetzt so früh drin, dass unser Flug noch nicht mal ein Gate zugewiesen gekriegt hat. Wird heute noch spannend, oder? Mhm. Super. Nora ist ein bisschen aufgeregt, weil erster Flug und dann direkt sowas. Naja. Mhm. Ist doch nicht mein Problem, wenn die sich jetzt für ein Spielzeugflugzeug entscheiden statt für ein echtes. Dann sollen die mir einen Platz zuteilen. Das ist doch nicht mein Problem. Das ist mir egal. Meine Güte. Es hat sich alles geklärt. Wir haben unsere Tickets bekommen. Wir haben die gleichen Sitzplätze. Wir haben jetzt unser Gate. Es läuft. Die Laune ist dem Anschein nach auch wieder besser. Wir haben es geschafft. Wir sind am Boarding angekommen. Wir sind schon mal durch und Nora, Spannung steigt. Ja, wäre richtig. Da vorne kann man auch schon unseren Flieger sehen. Das da ist einfach mein Rucksack. Es geht los. Ich bin gehypt. Ich hab Bock. Alter, ich kann normal stehen. Hä? Das hatte ich so lange nicht mehr in einem Flugzeug. Aber ich sag mal so, ne, Beinfreiheit. Ja gut, also ist jetzt nicht so das Angenehmste. Und wir sind in der Luft. Mit der Abschnallteste bis das Anschnallzeichen erloschen ist. Stellen Sie sicher, dass Sie keine persönlichen Gegenstände zurücklassen. Schauen Sie dazu in der Sicht. Wir haben es geschafft. Wir sind in Mailand angekommen. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass unser Gepäck angekommen ist. Aber wir haben ja schon gesagt, es ist ja mit eingeladen worden. Darum alles easy, aber ich merke jetzt schon, die Hitze ballert doll. Erster Flug. Wie war's? Mein Ohr tut weh. Aber war gar nicht so dramatisch, wie ich gedacht habe. Ich habe gedacht, es gibt mehr Turbulenzen, Flatulenzen. Ich kotze, aber was ist nicht passiert. Es war nur wirklich wie eine Achterbahn. Aber wie eine ganz sachte Achterbahn. Wir sind beim Hotel angekommen. Hinter mir kann man schon sehen, das Da Vinci Hotel. Auf den Bildern im Internet war das Hotel die ganze Zeit rötlich oder pink. Hier ist es einfach schwarz-grau. Fand ich ziemlich lustig, wie sie es umgestrichen haben oder so. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal wieder zurück in die Stadt. Wir wollen uns jetzt erstmal Mailand richtig angucken. Und da vorne fährt unser Bus. Nein! 53! Alle 10 Minuten hat der nette Mann an der Rezeption. Ja gut, aber in 10 Minuten sind wir auch bis zur Metro gelaufen. Die Metro hier erinnert mich aber eher an eine Metro wie zum Beispiel in Moskau, weil man hier seine Fahrkarte erst vorweisen muss und dann erst richtig in den Metrobereich kommt. Heißt, man nimmt hier so einen Schlitz, schiebt sie rein, da kommt sie wieder raus. Und ich bin durch. Ich freue mich auf der einen Seite, weil die Metro hier einfach richtig schön klimatisiert ist und eine gute Klimaanlage hat. Auf der anderen Seite hört sie sich aber auch so an. Wir sind richtig in Italien und in Mailand angekommen. Endlich. Hat lang genug gedauert. Schaut euch das Ding mal an. Es ist wirklich wundervoll hier, aber auch echt verdammt warm. Ich glaube, wir werden uns jetzt erstmal was zu essen und was zu trinken suchen. Ich glaube, ich habe den Spot fürs heutige Essen einfach gefunden. Guckt euch das mal an. Hier gibt es Beefy. Einfach Beefy. Das kann man einfach keinem erzählen, dass man hier nach Italien kommt und das Erste, was man macht, erstmal Beefy essen. Es ist herrlich. Guckt euch das an. Ich habe hier dann auch noch so richtig geil Chiliöl anscheinend bekommen. Das ist einfach scharfes Öl. Habe ich mir da auch erstmal fett drauf gemacht. Und jetzt gucken wir mal, wie das schmeckt. Ich habe mich mega voll gesaut. Die Hose einmal voll. Das Hemd, was ich gestern gekauft habe, voll. Ist super.
Ich bin einfach braindead. So, wir gehen jetzt Eis essen. Ich hab Bock auf Eis. Ich brauche eine Abkühlung. Da, das sieht richtig geil aus. Übel nice. Das ist das gute Eis. Es sieht einfach mega nice aus. Ich bin voll der Langweiler. Ich habe nur Zitrone genommen, aber Zitrone ist halt einfach das beste Eis. Ich warte gar nicht, bis ich gefragt werde. Ich mache einfach. Nora hatte erst einmal den Vorschlag, da es einfach so extrem heiß ist und wir uns noch absolut nicht klimatisiert haben, jetzt einmal hier in eine riesige Buchhandlung zu gehen. Ich bin zwar nicht so der größte Buchfan, aber gegen einen Raum, wo es gut klimatisiert ist, da kann ich nichts dagegen sagen. Und wie findest du es? Was denn? Die Buchhandlung. Das ist super, ist vor allen Dingen schön. Ich hätte vor allem nicht gedacht, dass hier auch Bücher in Englisch gibt, aber vor allem auch in Deutsch. Hätte ich überhaupt nicht gecheckt, warum es in Italien deutsche Bücher gibt. Aber gut, sollen sie machen. Wir sind gerade wieder aus dem Hotel raus und ich muss zugeben, ich habe die letzten Stunden einfach nur noch geschlafen. Ich war absolut müde. Und jetzt wollten wir gerade Pizza holen, aber der Laden, den wir uns rausgesucht haben, ist zu. Hoffen wir jetzt einfach mal, dass der nächste Laden, den wir uns jetzt rausgesucht haben, nicht zu. Der ist jetzt knapp 150, 200 Meter weg. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Aber dafür haben wir hier so richtig schöne alte Gassen. Zwar nicht dieses richtig schöne Altstadt-Italien, aber trotzdem schon noch relativ schön. Wir haben jetzt ein kleines Lokal gefunden und es ist mega süß. Es ist direkt neben so einer alten Kirche. Einfach auf der Straße so ein Zelt aufgestellt. Aber die Preise sind mega günstig. Also hier eine Pizza, nicht mal 10 Euro. Haben wir jetzt Cola bestellt und vorher haben wir dann immer nur so eine 025, 033 bekommen. Jetzt haben wir hier so eine riesige Gläser bekommen. Also ich bin happy. Meine Hand als Referenz und auch mit Eis und Zitrone. Das ist schon lecker. Jetzt muss nur noch das Essen gut sein, aber ich bin guter Dinge vor allem. Was ist das? Das ist aber riesig. Ja, du hast Grande bestellt. Ja, und bei dir? Und bei mir? Ziemlich große Portion Nudeln, ob ich die schaffe, weiß ich nicht. Ich muss leider sagen, dass ich die Pizza jetzt nicht so nice fand. Sie war okay, aber es war halt nicht so eine schöne, typische italienische Pizza, sondern eher so eine American Style, die wirklich absolut dick war. Also das war wirklich abartig viel Teig. Man muss es mögen. Ich mochte es eine ganze Zeit lang, aber irgendwie mag ich jetzt diesen typischen, etwas dünneren italienischen Teig einfach deutlich mehr. Wir werden jetzt wieder zurück zum Hotel gehen und das, würde ich sagen, war dann auch das Ende von diesem Tag. Wenn es euch gefallen hat und ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da und bewertet das Video und wir sehen uns im nächsten Vlog.